muss noch mal nach Radgersburg reinfahren, nach Bad Radgersburg in die Altstadt. Irgendwie suche ich einen Radladen zum Luftaufpumpen. In Bad Radgersburg haben den Zweiten Weltkrieg von 321 Häusern nur 4 unbestätigt überstanden. Bad Radgersburg am Hauptplatz. Nach 1945 wurde die deutschsprachige Bevölkerung aus dem Umland von Bad Radgersburg rechts der Mur vertrieben. In Bad Radgersburg erinnert das Puchhaus daran, dass Johann Puch in diesem Gebäude einen Teil seiner Ausbildung absolvierte. Ende des 19. Jahrhunderts begann er zuerst Fahrräder zu bauen, ab 1899 baute er auch Motorräder und Automobile. Das Haus wäre zu kaufen, direkt am Hauptplatz. Der Frauenplatz in Bad Radgersburg. Und da hinten durch die Durchfahrt kommt man auf den Hauptplatz. Und hier steht das kleine Kirchel, das man jetzt aber eigentlich nicht wirklich sieht. Direkt nach Norden auf der Thermentour. Kurz nach Goritz und das ist nach Radgersburg der Thermenradweg. Da links hinten im Hintergrund, da sieht man Hügel mit Weingärten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da durch muss oder nicht. Ich schiebe jetzt das Fahrrad. Warum wohl? Dürft ihr das sehen? Es hat einen Kracher gegeben, also wie so eine Explosion. Naja, und die Luft war raus. Das ist ein österreichisches Grenzhäuschen. Dahinter sitzen 2 Zollbeamte oder Militär. Da habe ich alles abgeräumt vom Rad, um den Reifen zu wechseln. Und dort drüben ist ein slowenisches Zollhäuschen. So, jetzt kommt der zweite Teil. Das ist die Oststeiermark. Also auf dem letzten Video, wo ich gesagt habe, Oststeiermark, ja, ich bin in der Oststeiermark, aber der Blick ging nach Slowenien, denn hier rechts, direkt neben mir, am Ende des Feldes, da beginnt Slowenien. Also ich fahre nach Norden entlang der slowenischen Grenze. Rechts der Wald Slowenien, rechts die Hügel Slowenien, ich bin in der Oststeiermark. Hier gibt es Äpfel, hier bauen sie, war geschützt vor Hagel. Hier geht es schön bergab, muss nur rollen, auch mal schön. Ein ganzes Feld mit jungen Weinpflanzen. Da ist Haseldorf. Schaut euch dahinter an. Obst, Obst und Wein. Schaut euch an, so dicke, große, alte Holunderstauden. Da bin ich gerade hergekommen.
ganz locker zum Baum Nummer 7 und da geht es auf. So, jetzt bin ich da oben. Da ist ein kleines Wartal. Die Steiermark, das grüne Herz Österreichs. Hier gegen's Talende, wohin geht's? Links hoch oder irgendwie rechts flach weiter? Mal sehen. Sind ja schön die Höfe da oben. Aber wenn man da zu den Höfen hoch will, dann muss man auch schon wieder hier den Berg auf. Schön hier oben. Und da rechts unten, wo das rote Dach da ist, da bin ich gekommen, das Tal hoch. Ich glaube, man erkennt das nicht, dass das steil ist. So, jetzt bin ich ziemlich oben. Wunderschöner Blick hier gleich. Herrlich. Ganz toll. Geht auch mal bergab. Oh je, wieder bergauf. Ich muss jetzt gleich den Kopf da durchstecken. Das ist aber neugierig. Hm? Ihr werdet noch nicht verspeist. Ich kann euch nicht. Na du, Kicker du. Hopp. Da steht ja Elternhaften für ihre Kinder, aber meine Mutter ist ja nicht dabei. Ein Quartier könnte ich jetzt schon bald brauchen. Irgendwie gab es halt die richtigen Steigungen. Wo ich jetzt genau bin, weiß ich gar nicht genau. Doch nichts in dem Ort. Also der Ort hieß übrigens, davon steht's, Schiefer. Okay, und der nächste Ort, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Da fahre ich jetzt da runter an der Raab vorbei und dann wieder rüber statt die Hauptstraßen. Der Hauptstraßen waren es 3 bis 4 Kilometer, hier sind es 4 bis 5. Auch gut. Übrigens ist da rechts irgendwo gar nicht weit Ungarn. Da hinten links am Ende der Sträucher, da gibt es einen Ort, der heißt Fähring. Und dort gibt es mindestens 2 Gasthäuser. Die müssten eigentlich was haben. Ansonsten ist hier nur so ziemlich eben. Ich bin übrigens an der Raab.
Rechts von mir ist die Raab. Hier wird die Raab gestaut. Der Hauptplatz in der Stadt Währing.